hier außerhalb von Eppelborn mitten im Grün gelandet. Und zwar auf einem Kreuzweg. Und hier steht, folge mir. Das ist aber ein Land, da bin ich gespannt, ob ich hier auf dem Weg jemanden begegne. Ich folge dem Kreuzweg, der mich mitten in eine kleine Idylle bringt. Das Naherholungsgebiet Wiesbach. Weit ab von den kleinen Orten der Umgebung. Hallo, guten Tag. Und dann treffe ich auch Spaziergänger, die mir einen Tipp geben. Das ist die St. Barbara-Apotheke. Das ist, wenn man jetzt hier vorne dann links runterfährt. Okay. Ja. Und die hätten mit Sicherheit, kann die Ihnen vielleicht noch etwas mehr erzählen. Und direkt am Ortseingang ist sie, die St. Barbara-Apotheke. Hallo, guten Tag. Die Frau Loske schickt uns. Wir sind vom ZDF und sind hier auf Expedition. Sie hat gesagt, hier sind ganz nette Kolleginnen und Sie gehören bestimmt dazu. Ja, Kolleginnen sind hier nette, ich bin aber jetzt die Besitzerin der Apotheke. Okay, okay. Seit wann haben Sie die Apotheke schon? Seit 2005, im Januar. Und wie sind Sie dazu gekommen, vor 11 Jahren das zu übernehmen? Ja, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe also hier schon gelernt, sehr früh, und war dann eine Zeit lang weg, bin wieder zurückgekommen, habe Pharmazie studiert und dann ist die Frau Loskel in Rente gegangen und dann hat sich das halt sehr gut ergeben. In Berlin hat Astrid Mailänder gelebt. Hier im Saarland hat sie später das Abi nachgemacht und noch studiert. Und dann erzählt die 48-Jährige, dass Apotheken noch selber Salben anrühren und ein eigenes Labor haben. Das Labor und die Rezeptur, können wir das mal sehen? Ja, gerne. Ja. Astrid Mailänder gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen der Apotheke. Ein richtiges kleines Chemielabor gibt es hier. Labor und Rezeptur zusammen. Diese Seite ist die Rezepturseite und das ist die Laborseite. Was machen Sie hier zum Beispiel? Rezepturen auf Verordnung vom Arzt oder eben Sachen, eine Rezeptur, die der Kunde wünscht. Ne? Das Salicylvaseline zum Beispiel. Einfach eine Grundlage, Vaseline mit einem hauterweichenden Stoff halt, Salicylsäure. Und das rühren Sie hier zusammen? Ja, ja, das wird zusammengerührt. Früher hat man das immer so in einer Vaterschale gemacht, heute geht das halt mit dem Tobitec, das ist halt hygienischer. Ne? Man muss das Gefäß nicht mehr öffnen, um die Salbe einzufüllen und der Kunde muss auch nicht mehr mit dem Finger die Sachen aus dem Töpfchen rausnehmen. Jeden Tag rührt die pharmazeutisch-technische Assistentin der Apotheke so 2-3 Salben an. Nicht nur, was die Ärzte verschreiben, ich könnte mir hier sogar eine Gesichtscreme anrühren lassen. Und dadurch ist das wie so ein kleiner Mixer, ne? Auch Kapseln füllen kann jede Apotheke. Frisch hergestellte Medikamente gibt's also noch. Das Gute an diesen Rezepturen ist halt, man hat Salbengrundlagen, die nicht konserviert sind. Wenn Leute da Probleme haben, kann man das halt umgehen. Konservierungsstoffe. Sind natürlich noch nicht so lange haltbar wie was von der Industrie, klar, weil kein Konservierungsmittel drin ist, aber man hat halt diese Hautirritationen dann nicht wegen der Allergie. Ne? Handgemachte Salbe sozusagen. Ja.